Männern-Ski-Weltcup. Das ist eben kein Manko, sondern nur ein statistischer Fakt. 8 Zehntel Vorsprung für Marco Odermatt. Der macht 3 Stockschüler bis zum ersten Tor. So, jetzt Starthang. Dann darf man sich nicht davon beeindrucken lassen, dass er ein bisschen den weiteren Weg fährt. Das macht er absichtlich. Ja, also das ist so seine Art, dass er ein bisschen mehr Platz zur Stange lässt. Dadurch kann er den Schwung ein wenig mit mehr Gefühl aufbauen, muss nicht so raufen. Ja, er schmilzt, ja, er schmilzt. Aber jetzt kommt er in diese... Ganz unten hatte er ja Pöntero einen kleinen Fehler. Ist Odermatt da zurück. Jetzt sind die entscheidenden Tore. Da ist er wieder gut gefallen. Der fährt den Steilhang immer. Das war jetzt. Das ist Einfahrt, schwierig. Aber Achtung, es war trotzdem stark. Und es geht sich aus. Es war einfach, dieser Übergang war um die Spur stärker als der Rest. Es geht sich gerade noch aus. Marco Odermatt bei der letzten Zwischenzeit ein zartes Rot und im Ziel.